Morgen. Jetzt Fasching. Ah, in der Kita. Dann brauchen wir Haarbürste und zwei Haargummis. Dann machen wir diese Frisur von Jasmin. Hey, aber wie hast du das nicht gemacht? Na klar, habe ich das bei dir gemacht. Nein. Doch, habe ich. Bloß ganz klar, weil das hat alles noch gute Haare, oder? Aber sie hat von Anfang an meine Haare gemacht. Ach, du hast die gemacht. Ich habe mich gerade gewundert. Und Junge hat auch meine Haare hingeschickt. Nee. Ja, ihr nehmt euch beide nichts. Lumi grabbelt ja auch nach Haaren. Ist ganz normal. Bei euch. Bei euch, ja. Nee. Ich doch bei anderen Kindern. Ich weiß nicht, Leon hat das glaube ich auch immer. Ja, das ist auch gut. Oh. Zeig mal. Ja, gut. Kaka. Ach Mensch. Der Kaka-Kopf. Oh, hast du aber einen festen Schritt. Ja, das sieht aus, als hätten wir euch böse verprügelt. Ja, das ist keine gute Farbe. Es geht auch gar nicht ab, richtig. Ja, es ist verprügelt. Und den Zahn lässt du schön drin. Du, man hat einen ganz dollen Wackelzahn. Ja. Ich habe ihn ein bisschen gesehen für den ersten Lauf. Aber heute nicht. Bitte versuche den heute nicht zu verlieren. Heute bist du die Prinzessin. Nicht ohne Zahn. Na, das ist ein Zauberapplaus. Heute ist ja sowieso mal die Fasching. Das ist wunderbar. Ja. Ist klar. Willst du frisch zapfen? Ja, gerne. So. Ich muss unbedingt auf Klo was Geschäftliches erledigen. Ja, ich muss unbedingt in die Schule jetzt. Was soll ich auch nochmal erzählen? Vor, Mensch. Naja, wir müssen ja jetzt los, trotzdem. Ja. Luki, anziehen! Die ist ja noch nicht angezogen. Auch nicht. Mensch. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Also ich war jetzt noch später. Ja. Ich hab dein Auto gehört. Das hört sich anders an als andere Autos. Das ist immer dieses wie ein E-Auto oder was? Ja, wie eine Hose. Warum hast du die denn? Weggefunden. Ist mir verloren, als das Auto ausgestiegen ist oder so. Nicht so frisch gewaschen. Das ist doch klein. Ja, für Babys. Das ist bestimmt so eine von Davanda. Aber das okay, Davanda gibt es ja nicht mehr. Etsy. Ja. Süß. Oh. Dachte ich mir. So. Einmal waschen drin. Dann ließ sich nicht erweichen, ein Kostüm anzuziehen. Ich habe es mit allen probiert. Ich habe gesagt, komm, wir gucken nach einem Prinzessinnenkleid. Aber sie ja den Eisbär so verweigert hat, dachte, naja, gut, dann gucken wir. Aber keine Chance, ich habe überhaupt keine Lust. Skadi ist also ohne Kostüme in der Kita. Ich habe jetzt den Eisbär mitgegeben, die kann man ja überziehen. Oh, guten Morgen, liebe Leute, ich bin im Laden. Kamera putzen. Und wir warten mal wieder gemeinsam auf den ersten Kunden. Guten Morgen! Guten Morgen! Der Nachrichtendienst ist da! Ist gut! Ah, Kalender! Gut, danke! Bitteschön! Lies mal vor! Berliner Roboter auf dem Mars, die neuen Pläne für den Flughafen Tempelhof. Aha! Berliner Mädchen 15, seit zwei Wochen verschwunden. Polizei will Familie neue Ergebnisse präsentieren. So. Rebeccas Vater hofft, dass es sich heute alles klärt. So. Ja. Der kluge Schmäh ist immer stumm. Der österreichische Sportanlagenkammer, Kammerartist, 82 Jahre, gestern gestorben.
bin gestern, habe ich den Armin gesehen. Ja, und? Der ist vorbeigelaufen. Schade, ich habe gesagt, Tag, wie jetzt, so lange nicht gesehen und so. Ja, das ist alle. Moin. Morgen. Hey. Ich wollte mal fragen. Was denn? Die Bremse ist nicht mehr so richtig. Wahrscheinlich nicht. Sie überläuft. Da noch nicht. Und das schafft immer hier vorne. Ich glaube, das gehört in unserer Schraube hier unten so hin. Ich weiß es aber nicht genau. Ich mache so ein Krr, 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 Krr. Ja, oder die. Mal die, mal die. Ein bisschen eng. Ja. Ist irgendwie aber neu. Also es war, ich habe das seit, weiß nicht, 5 Jahren. Und das ist jetzt angefangen so zu schrappen. Ich weiß nicht genau. Wir sind halb zu ungefähr. Ja, für schon. Ja. Alles klar. Okay, dann vielen Dank. Ja, bis dann. Ja. Ciao, ciao. Das erste Rad heute, ja. Erste Rad heute, ich hab noch 2 von Dings. Da siehst du, dann mach ich mal gleich weiter, weil die anderen muss ich ja auch noch machen. Die 3 habe ich ja noch vom Freitag. Wolfgang, schön, dass du da warst. Schön, dass du die schlechten Neuigkeiten gebracht hast. Danke für den Kalender. So, es ist vor 18, weißt du, muss ja, man wenn die Kinder drin da, malen, ist ja auch egal. Hat was zum Schreiben für dich, deine Zeiler, bis später. Genau, Wolfgang, wir sehen uns später. So, ich bin hier gerade mittelschwer ein bisschen am Verzweifeln. Ich verstehe es nicht, ey. Dieses gute Cannondale hier, haben wir neue Schaltgriffe jetzt dran, ja, neue Schaltzüge drin. Alles picobello, aber ich krieg das nicht eingestellt. Es funktioniert nicht. Es schleift immer irgendwo. Es funktioniert einfach nicht. Er hat das selber umgebohrt auf 2x10. Es könnte daran liegen, dass der Umwerfer falsch ist. Weil der ist für 3x10. Ja, das ist ein dreifacher Umwerfer, den krieg ich natürlich auf der Zweifach nicht eingestellt. Krieg ich einfach nicht hin. Funktioniert nicht. Kriegen wir ihn? Schaffe ich nicht. Oder dass die Kette eben noch falsch ist. Weiß ich nicht. Es läuft wahnsinnig schräg und es schleift immer irgendwie so. Es ist total beschissen, ey. Das ist nicht aus einem Guss und dann funktioniert es schon nicht mehr. Das ist halt, irgendwie war das damals einfacher. Bei den guten 7er Grenzen, 8er Grenzen. Es funktioniert nicht. Werdet ihr sehen, Herze. Das läuft doch ultra schräg hier. Die Kettenlinie stimmt überhaupt nicht. Und hier unten, der Kranz ist auch noch zu klein. Oder vorne, der ist zu klein. Also, das haut alles nicht hin. Das haut nicht hin. Gefällt mir überhaupt nicht. Achtung! Bitte, braucht viel zu lange. Und da fängt es an zu schleifen. Jetzt in der Position schleift es über den Rahmen. Schleift die Kette über den Rahmen, das geht gar nicht. Dann müsste hier vorne größer sein. Hat er aber selber angebaut, die Kugelgarnitur. Die findet er gut. Und jetzt schleift es auch hier vorne am Umwerfer. So läuft es vorne gut. So läuft es sich hier vorne durch den Umwerfer gut. Aber wenn ich da runterschalte, dann schleift es jetzt wieder an dem. Das sind die falschen Komponenten. Man kann halt keinen Dreifach-Umwerfer für Zweifach-Schaltung nehmen. Es funktioniert nicht. Heutzutage funktioniert sowas nicht mehr. Das ist kein schönes Schalten, muss ich sagen. Es gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem vorne Schalten ist nicht schön. Die Schalthebel sind in Ordnung, die mögen in Ordnung sein und so. Aber diese Tretkurbel, die passt nicht zum Rest. Die Tretkurbel ist auch so, die Blätter. Man merkt jetzt, es geht nicht so flüssig, ne? Das ist so ein Hacken. Die Kette wird gegen das Blatt gedrückt und dann ist es so, hast du diesen extrem schwierigen Punkt, dass es hochspringt. Ne? Das kann auch am Umwerfer liegen, das weiß ich nicht, wie der Zweifach-Umwerfer aussieht. Ja, aber ich glaube auch, die Kettenblätter sind nicht so optimal. Also es wird zu stark gedrückt. Und man kann ja die Höhe hier nicht variieren.
Das ist alles fix vor ihm. Bei der Umwerfer. Ansonsten würde man die Umwerfer vielleicht ein Stück nach oben setzen oder eben ein Stück runter oder so, damit das so ein bisschen fluffiger geht. Geht der hier nicht. Ist alles fix bei dem Rahmen. Ja, da gibt es Aufnahmelöcher, da wird das einfach angeschraubt und dann hat das zu funktionieren. Das ist für mich so ein bisschen so ein Rätsel. Muss er nochmal ran. Der muss nochmal den richtigen Umwerfer holen für vorne auf alle Fälle. Das hat er ja auch. Wollte er ja auch wechseln. Bloß er hatte die falsche Aufnahme. Der Bolzenabstand war eben zu weit auseinander, was er mir gebracht hat. Und er hat einen sehr schmalen Bolzenabstand zur Befestigung. Gibt es offensichtlich auch 1000 verschiedene. Und das war ein Top-Pull und wir brauchen einen Down-Pull. Also einer, der von unten gezogen wird. So, schauen wir mal, was als nächstes kommt. So, Licht, Bremse, Schraube, Vorderrad, Blech. Das soll ich mir angucken. Ich soll mir angucken, das Licht, weil es nicht funktioniert, hier, wie man sieht. Schraube. Schleifgeräusch. Bremse, Vorderrad. Das läuft alles nicht, ist also alles am Vorderrad. Dann fangen wir mal an mit der Schraube. Die ist am nervigsten, diese Schutzblechschrauben. Ja, der Reifen wird langsam alt. Da sieht man hier, da bilden sich so kleine Risse hier überall. Ne? Der wird jetzt langsam alt, der dehnt sich hier oben, reißt sozusagen so ein bisschen ab. Dadurch wird die Decke höher, die wölbt sich so ein bisschen auf und wenn man dann aufpumpt, wird der Reifen auf einmal dicker. Der hat noch nie geschliffen, aber jetzt auf einmal schleift er. Ja, kommt genau davon. Das ist ein Zeichen, dass man entweder zu viel Luft drin hat oder endlich mal genügend Luft drin hat und dass der Reifen so langsam reißt, so aufreißt. Ja, das ist noch nicht gefährlich. Das muss man aber beobachten, natürlich. Und deswegen bauen wir das Vorderrad aus. Checken dabei gleich den Dynamo für das Licht, ob der Dynamo noch funktioniert. Und schleifen die Schraube ein bisschen runter. Hier unten. Das mache ich jetzt. Und ihr seid mit dabei. Schleifgeräusch am Vorderrad. Was soll ich tun? Oder so heißt der Vlog. Jeder, der dann irgendwann zwei, drei Dinger gesehen hat, wird ja wissen, dass es so abläuft. Das kommt vorher erst ein bisschen Vorgeplänkel, ein bisschen Familienstory und dann auf einmal geht es los mit Reparaturen. Und irgendwann im Laufe eines solchen Videos ist dann vielleicht auch mal eine etwas speziellere Reparatur, die dann vielleicht im Titel beschrieben ist. So, wir gucken. Der Dynamo ist raus. Also Vorderrad ist raus. Und den Stecker, Dynamo-Stecker hier. Den Dynamo-Stecker habe ich abgemacht. Jetzt checke ich, ob der Dynamo funktioniert. Mache ich wie folgt. Ich nehme eine alte Lampe. Habe ich schon oft gezeigt. Zeig sie mal wieder. Kommen ja auch Leute neu dazu. Darf man ja nicht vergessen. Und die wollen vielleicht aktuelle Videos schauen. Wie macht er das denn 2019? Wie macht er das denn 2018? Also ich habe hier eine kaputte Busch und Müller, IQ Light oder so ein richtig teures Ding. Die stecke ich hier ran. Die hat man die Flachkontakte, kann man wunderbar darin stecken. Da ist das Licht. Da. Und man sieht, wunderbar, es leuchtet. Ja. Das reicht ja schon, mehr braucht man nicht. Der Dynamo ist in Ordnung, das ist viel wert. Jetzt müssen wir hier ran, an die Schraube. Hier sieht man ja schon, wie angescharpt das Ding ist. Also das sieht man. Und die Schraube ist halt viel zu lang, muss man dazu sagen. Also die muss ja so lang nicht da rausgucken. Also das schleifen wir noch ein bisschen runter noch. Das mache ich mal jetzt. So, das war's. Jetzt ein bisschen scharfkantig noch mit einer Feile nachfeilen. Ja, das dürfte das gewesen sein. Die Schraube sollte jetzt nicht mehr stören. Fürs Erste. Jetzt checken wir die Lampenkontakte.
Hier hinten an der Busch und Müller befinden sich hier hinten die Kontakte, die reingehen. Auf der rechten Seite. Von hinten, rechts. Und auf der linken Seite sind die, die rausgehen zum hinteren Licht. Ich ziehe erstmal die Kontakte hier ab, die reingehen. Dann mache ich eine Durchgangsprüfung. Hier nicht. Der. Auf der anderen Seite muss ich noch andersrum sein. Hier nicht. Ha, kaputt. Okay. Irgendwas haut hier nicht hin. Das ist am besten, man fängt beim Dynamo an tatsächlich und arbeitet sich dann dahin vor zum Lampe, zum Verbraucher, ja, bevor man irgendwie hinten anfängt und vorne aufhört oder so. Jetzt ist der Moment, wo ich das Vorderrad wieder einbaue. Ist das schmutzig, sind die Räder immer alle. Das ist Wahnsinn. Einfach mal putzen, liebe Leute. Putz doch mal drüber. Das ist ganz normal, dass sowas anfällt. Aber Frühjahrsputz könnte ich mal zur Tankstelle gehen, mit dem Kärcher rinhalten, hier zwischenhalten und dann sind alles sauber. Nicht in die Lager, aber schon mit dem Hochdruckreiniger kann man schon mal die Bleche so richtig sauber machen, den ganzen Grind runter, die ganzen Gabeln hier, alles, das ganze, das ist ein Bremsstaub hier, alles ab. Da prüfen wir gleich mal den Bremsbelag, der ist noch gut, da ist noch genug drauf. Den kann man noch verwenden. Jo. Das läuft, festziehen. Festziehen. Jetzt bin ich gespannt, wie Flitzebogen. Ha! Und Licht läuft. Nothing special but light. Light in front is working very well. Läuft oder nicht? Läuft nicht, wa? Na, schauen wir mal, warum das hier hinten nicht läuft. Oh Mann, ey, ist das der. Wenn die Kabel so ein bisschen zusammenfrickelt. Hier, da ja, müssen wir mal hintergucken, wie das da aussieht. Also bleibt ihr hier. Zack. Wissen wir, ob hier Strom rausgeht? Wissen wir nicht. Also prüf. Na Lampe. Da ist Strom raus. Sprich, mit dem Kabel ist irgendwas im Argen. Alle Kabel raus. Nochmal aus der Lampe. Dann müssen wir jetzt alles nochmal neu machen. Ich ziehe jetzt alle Kabel ab und enthellere die Lampe hier. Mach den Kabelbinder hier, schneide ich durch. Das Kabel funktioniert und jetzt kommt noch ein neues Kabel von hier. Geht dann hier hoch und geht dann bis nach hinten durch. Das machen wir jetzt auch noch. Und ich werde vielleicht zuerst mal versuchen, das innen zu verlegen. Eine Speiche brauchen wir wegen dem Haken hier dran. Aber das müsste besser ausfummeln. Das ist natürlich Quatsch. Der Tommy macht einen Scheiß hier. Aufwand ohne Ende. Hab ihn. Ja, ich hake dann hier mit dem Haken hier hinter das hier rein. Such dann nach der Strippe. Und wenn ich die dann habe, das Ende, muss das mit Gewalt durchziehen. Ja. Nimmt man einfach einen abgerissenen Baudenzug dafür oder so weiter, dann ist alles gut. So. Jetzt. Jetzt muss man natürlich hoffen,
erstmal versäubern. Sind mal gute alte Kabel. Isoliert ab. Macht mein Ende so auf. Das ist wie einspeisen eigentlich. Zwirbelt das so rum. Und hofft, dass das nicht aufgeht. Und jetzt ziehe ich zurück und hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass das... Wenn man immer schön nachsteckt, dann hat es ja keinen Zug drauf. Ne? Man muss vorher, also vorstecken und nachziehen. Vorstecken, man merkt, das wird schwer. Vorstecken, nachziehen. Vorstecken, nachziehen und die Kaps. Wunderbar, ne? So läuft das. Immer vorstecken ein bisschen, dann ein bisschen nachziehen. So wenig Druck wie möglich, weil wenn man richtig zieht, seht ihr, hier ist es noch dran, aber wenn man richtig zieht, mit ein bisschen Kraft geht es natürlich ab. Ja, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir den Draht hier vorne. Innen verlegt. Dann habe ich sogar für hier vorne, das ist nämlich viel wichtiger als für unten, für vorne die Verbindung oder diese Stelle hier vorne ist ja permanent in Bewegung durch dieses, ne, ist immer am Scheuern, und hier sind ja eigentlich so eine Gummipuffer drin. Der zeigt nur noch ein, die Stelle da unten, da war noch einer dran, da ist aber nicht in Bewegung. Deswegen machen wir diesen Gummipuffer, den ich da unten rausgemacht habe, dieses kleine Ding, mach hier oben ran. So, jetzt wird die Kabelschuhe geklemmt. Da ich ja zu schneiden, schon an dieser einen Reparatur, die Reparatur für heute. Echt, also wirklich. Ja, ich verkabel immer noch. Sitzt nochmal ein Kabel, sitzt nochmal eine ganze Weile. Ich mache aber auch ein Video dazu. Ja, jetzt mache ich das mit Strapse fest hier. Stopps. Ich gehe gleich weiter aufräumen. Kann ich vorstellen, ich habe es gestern zweimal aufgeräumt. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich sehe das ja immer. Ich sehe das ja jeden Tag. Ich habe die Blumen ausgestellt, es ist so kalt draußen. Ja, oder heute kannst du machen. Ich habe es ja gestern auch kurz. Ja. Nicht ganz draußen. Ihr habt so halb im Fenster stehen gehabt, sodass wir ein bisschen Wärme von drinnen abkriegen. Die brauchen ja ein bisschen Licht und so. Ja, weil die Kinder sollen die kalte Küche nicht ganz, aber so gut wie nicht. Ich auch. So, Achtung, meine Frau dreht am Rad, macht sie öfter. Jetzt mal hier in Real Life. Da, 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 da. Sie wird am Rad gedreht. Sogar die richtige Richtung. Das ist ein paar die richtige Richtung. Wollte gerade sagen, es ist wie immer, dass wenn man losgeht, dass einer kommt. Ja, ist aber einfach nur wie immer, dass es hier laut ist. So, Dings haben wir. Möhne haben wir. Super, dann gehen wir zur Lampe. Hast du was nach unten? Was hoch muss? Nee. Ich habe mich heute total voll gekleckert. Hä? Erstmal Kaffee, dann Melone. Alle nicht voll gekleckert, die Frau. Die Frau ist schlimm. Die Frau ist schlimm, da kann man nichts zu sagen. Ach, das ist ja so eine bekloppte Energiesparlampe hier, so eine Olle. Na Gott sei Dank ist sie weg. So dunkel. Dunkel. Ah. Oh, jetzt sind meine ganzen Dreck da oben liegen. Ja, Licht funktioniert. Jetzt machen wir Rest. Was war noch? Bremse.
Okay, die Bremse müssen wir ein bisschen einstellen, ne? Das ist einfach nur eine Einstellungssache. Das mache ich mal gleich und ein bisschen vielleicht ein Tropfen Öl oder Leichtlauföl. Sehr gut. Ja, die Speichen sind schon so anoxidiert, dass wenn man die einstellen würde, die Möglichkeit besteht, dass die Speichen reißen. Also das Laufrad macht eh nicht mehr lange. Na, ist so ein bisschen eingelaufen. Hier ist schon die Verschleißindikator weggebremst von der Felge. Hier ist noch ein bisschen was da. Aber das zeigt eben schon an. Bald tauschen. So als fleißiges Mainzelmännchen. Das ist in Deutschland auch immer noch selten, wa? Nee, ist immer noch sozusagen sinnvoll. Zu arbeiten? Oder was meinst du? Ein fleißiges, ein schlecht bezahltes Handwerk zu machen. Gott. Jo, hoffen wir, dass jetzt noch ein paar Leute kommen zu bezahlen hier. Der Moment sieht ein bisschen mau aus. Alles voll mit Rädern und keiner holt ab. So, das war's für heute. Mal sagen. Ja, ich würde denken, das war's für heute. Jetzt kommen sie alle nur noch abholen. Und ich schaue mal, ob oben noch was passiert nachher. Aber wahrscheinlich werde ich einfach nur schneiden gehen und dann ins Bett fallen. Tot. Und das war's. Will mal sehen. Ich sag nachher nochmal ciao. Oh, der nächste Zahn meiner Tochter ist raus. Die ist da gnadenfrei. Ich hab gesehen, hier, guck mal, den Zahn. Oh, guck mal. Oh, Riesenlücke. Mal kurz. Du Blutmonster. Das ist die Pumpe aus der Nase. Obwohl, das kann auch sein bei dir. Wunderbar, er ist gerade immer kurz in der Wanne. Ach, stell mal die Hände, du bist richtig gut. Dann geht er schon wieder ins Bett. Gut, also Feierabend. Feierabend ist, ich gehe jetzt gleich schneiden nochmal. Was heißt nochmal? Ich gehe jetzt schneiden. Und dann ist Ruhe im Karton. Und dann gibt es Abendbrot. Oder so? Oder wie machen wir das? So. Also machen wir jetzt Abendbrot. Genau. Machen wir jetzt erstmal Abendbrot, danach gehe ich schneiden. Wenn das schon so, wie kommen die aussehen? Siehst du das? Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Ciao, euer Tommy.